So Leute, ihr seht es gerade schon, ich habe ja gestern schon angekündigt mit einem kleinen Teaser in Anführungszeichen, aber es ist wohl doch jetzt offiziell, wir bekommen Ellie, also hier den Skin, in dem nächsten Crew-Paket. Wenn ihr wissen wollt, was es alles in so einem Crew-Paket gibt, kann ich euch natürlich gerne zeigen. Denn, ich sag schon mal vorneweg, wir haben nämlich derzeit, wenn ihr den Battle Pass noch nicht gekauft habt, bekommt ihr den nämlich direkt mit. So, hier seht ihr schon im nächsten Paket, für März habe ich schon erhalten, das nächste Paket bekomme ich am 21. April. Die nächsten V-Bucks bekomme ich erst am 19. April und ich habe halt noch hier das Rückenaccessoire bekommen und ich sage immer, man bekommt immer wieder was für das Crew-Paket, aber wenn wir uns jetzt mal gerade angucken, wie lange die Season noch geht. Und die Frage ist natürlich, gefällt euch der Skin? Gefällt der Skin euch nicht? Die Season geht bis zum 8. Juni. Das heißt, wir haben einmal das April-Paket, das Mai-Paket und nochmal das Juni-Paket. Das sind halt insgesamt, ihr bekommt dann quasi in der Zeit 3000 V-Bucks, hättet dann den nächsten Battle Pass bezahlt, aber, jetzt kommt das Aber, das Ganze kostet natürlich auch ein bisschen was. Ich, ganz ehrlich, ich kann euch jetzt noch nicht mal sagen, wie viel. Ich glaube aber 11 Euro, ne? Wenn sich einer gerade sicher ist, schreibt es mal in die Kommentare. Ich meine 11 Euro. Das muss man sich halt echt überlegen. Der Skin hier war definitiv in Ordnung. Rückenaccessoire, ja. Battle Pass habe ich natürlich gerne mitgenommen. Logisch. Aber wenn man sich halt dann jetzt mal das andere Paket anguckt, da sollen wir ja bekommen. Also wenn ich es richtig gelesen habe, die Pickaxe, das Rückenaccessoire und den Skin plus 1000 V-Bucks. Und hier ist natürlich das Battle Pass Zeichen. Solltet ihr noch keinen Battle Pass haben, bekommt ihr den halt auch noch gratis dazu. Ich weiß halt jetzt nicht mehr, ob das immer noch so ist. Also bei mir war das auf jeden Fall so, als ich den Battle Pass gekauft habe und habe dieses Paket gekauft, habe ich quasi die V-Bucks, die ich ausgegeben habe für den Battle Pass, wieder zurückbekommen. Also da müsst ihr euch einfach mal gucken, wenn ihr das quasi bestellt, wie das jetzt geregelt ist. Weil ich selbst sehe das ja nicht mehr, weil es ja bei mir, wie gesagt, schon aktiv ist. Aber ich meine, ich hätte damals die V-Bucks so wiederbekommen. Auf jeden Fall. Warte mal, Zahlungsmethode wird automatisch. Ja, wie gesagt, ist halt jeden Monat muss das bezahlt werden. Aber du kannst halt auch jeden Monat kündigen. So, was habe ich hier bekommen? Dafür haben wir einmal den Skin bekommen. Rückenaccessoire, Pickaxe, Tarnung und halt jetzt, das, wo die neue Season angefangen hat, halt noch das Rückenaccessoire. Also es lohnt sich irgendwo schon, aber ja doch, es lohnt sich eigentlich schon. Du kriegst ein komplettes Skin-Paket plus die 1000 V-Bucks. Muss halt jeder für sich selber entscheiden. Aber auf jeden Fall bekommen wir halt, wie gesagt, die junge Dame jetzt in den Shop. Ich muss aber sagen, beziehungsweise als Crew-Paket, ich muss sagen, bis jetzt gefällt der Skin mir noch nicht. Aber mal gucken, wie er in-game ist. Am 1. April werden es wir dann sehen. Und wie gesagt, wer noch kein Abonnent ist, gerne ein Abo da lassen. Like nicht vergessen. Wenn ihr euch das Ganze natürlich kauft, gerne auch mit meinem Creator-Code YT-FamilyHack. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln. Ich fange jetzt auch wieder an und haut rein.